Der klassische Einstieg in den Smart Garden ist der Mähroboter. Der größte Vorteil bei einem smarten Rasenmäher ist, dass er von alleine automatisiert den Rasen mäht, appgesteuert oder nach Zeitintervallen. Außerdem ist das Ganze leise, kann also einfach im Hintergrund passieren und stört nicht einen selbst oder die Nachbarn. Das abgeschnittene Gras landet übrigens nicht in einem Beutel, sondern bleibt auf dem Rasen liegen und dient dort als Mulch. Bevor man dann mit dem Mähroboter loslegen kann, ist aber noch ein bisschen Vorbereitung notwendig. Als erstes muss ein Platz für die Station gefunden werden, die zum einen gut gelegen ist, damit der Roboter später auch gut reinfahren kann. Außerdem sollte die Station in der Nähe einer Steckdose sein, weil diese mit Strom versorgt werden muss. Eine weitere Sache, die man beachten muss, ist, dass noch Kabel verlegt werden müssen. Das Begrenzungskabel, damit der Mähroboter weiß, wo er mähen darf und wo nicht. Außerdem ist noch die Verlegung eines Suchkabels notwendig. Mit diesem Kabel weiß der Mähroboter dann, wie er zur Ladestation zurückfindet.